Die ändert sich nicht dadurch, dass man andere Waffen einsetzt. Herr Stadler für 1,5 Minuten. Präsidentin, ich bin froh, dass wir heute diese Debatte einmal führen. Sie muss geführt werden, weil die Möglichkeiten, die Geheimdienste haben, derartige Instrumente einzusetzen, nehmen zu. So wie man übrigens auch Sniper in Venezuela einsetzt, in Damaskus eingesetzt hat, in Kiew eingesetzt hat, so ermöglicht es auch hier Geheimdiensten die Möglichkeit, Drohnen einzusetzen. Und die Zahl der zivilen Opfer nimmt zu. Man nimmt das zynisch als Kollateralschäden in Kauf. Dieser Zynismus ist verräterisch und zeigt, dass man es mit den Werten, die man angeblich schützen möchte, gar nicht wirklich hochhält. Nicht alles, was man tun kann, darf man auch tun. Und das gilt hier auch für den Drohneneinsatz. Der Drohneneinsatz ist regelmäßig, der militärische Drohneneinsatz ist regelmäßig dazu da, Todesurteile zu vollstrecken, die von keinem Gericht gefasst wurden, sondern die nur von Geheimdiensten gefasst wurden. Todesurteile zu vollstrecken im Wissen, dass dabei auch Zivilisten, Unschuldige getötet werden. Todesurteile zu vollstrecken im Wissen darum, dass man damit letztlich nur Machtpolitik betreibt. Und wenn die Europäische Union hier keine klare Sprache findet, dann haben wir keine moralische Berechtigung, irgendeinem Land auf diesem Erdball noch Vorhaltungen zu machen. Grazie, danke. Herr Lisek hat für 1,5 Minuten das Wort. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Abgeordnete. Es gibt eine Rede, ein Spruch in Polen, dass die Weichsel, unser größter Fluss, nicht zurückfließt. Jetzt